So, liebe Leutchen, welcome back bei Schalke 04. Euer DGP ist wieder am Mikrofon und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Natürlich, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser neuen Episode. Bin gespannt, was wir hier reinwerfen. Und zwar, die letzten beiden Spiele haben wir unentschieden gespielt. Das sind auch die beiden einzigen Punkte, die wir in den ersten drei Spielen geholt haben. Und es wird jetzt richtig schwer gegen Gladbach, Hertha, Leipzig und Dortmund. Rechne ich mir eher weniger aus, also was die Punkte angeht, ne, aus den Spielen. Natürlich, wenn wir gut drauf sind, können wir natürlich auch den einen oder anderen Punkt gegen diese Mannschaften holen, aber es wird sau schwer, ne? Gut, jetzt haben wir natürlich auch noch eine Verletzung zu verzeichnen hier. Gott sei Dank fällt Blanco nur 3 Tage aus, ist dann für das Spiel gegen Gladbach wieder am Start. Ja, sonst formmäßig sieht es eher gerade, ja, es ist ganz okay eigentlich noch, ne? Also schlecht sieht es nicht aus. Wir werden mal schauen, wen wir dann am Ende aufstellen gegen die Gladbacher. Gut, gehen wir rein. Wie gesagt, viel Spaß bei dieser Folge hier und ich freue mich auf die nächsten Spiele. Bei Victor Molejo gibt es Sprachprobleme bei dem Spanier? Gut, ist auch nicht immer so einfach. Wir stellen hier mal einen Dolmetscher ein. Ist ein bisschen unglücklich deswegen auch. Hoffen wir mal, dass das schnell besser wird. So, Enes Rüdiger Trainingsziel erreicht. Müssen wir nochmal neu einstellen hier. So, 60, 60. Passt. So, was haben wir noch? Becker ist wieder fit. Alles klar, alles klar. Hat Interesse, hat Interesse. Marokkanischer SV Düsseldorf. Der marokkanische SV Düsseldorf. Oberliga Niederrhein. Komischer Name, wa? Na gut. Nee, wir wollen Schalke auf jeden Fall nicht verlassen. Denn wir haben jetzt erstmal auf jeden Fall richtig schwere Spiele vor der Brust, ne? So, wir müssen jetzt echt gucken. Schauen wir mal auf den Teamvergleich. Und da sieht man schon, boah, schaut euch diese Spieler hier an, ne? Das wird richtig schwer. Das wird richtig schwer. Also, es ist schwierig zu sagen, wie wir sie knacken könnten. Unser Spiel ist natürlich das Spiel über die Flügel. Gut, ich denke mal, wir werden das auch erstmal so versuchen. Die Innenverteidiger sind, glaube ich, die schwächsten Parts hier, ne? In der Mannschaft hier, ne? Mit Friedrich und Bayer. Vielleicht hohe Bälle, ich weiß nicht, wie die drauf sind hier. Kopfballpräzision, Sprungkraft 82. Ah, der ist auch recht groß. 1,87. Im Kopfballspiel sind die auch recht gut eigentlich, ne? Na gut, vielleicht müssen wir es dann eher mit flachen Flanken versuchen. Flankenhöhe mal komplett flach. So, ich weiß jetzt gar nicht. Blanco. Wir gucken erstmal, wen wir aufstellen. Ob wir dann einen Spielmacher hinzufügen oder nicht. Okay, also, Gudmundsen hat eine Form von 14. Den würde ich vielleicht auch mal von Anfang an bringen. Ist ja unser Kapitän und ja, ist momentan gut drauf. Ansonsten Harit Tell nur bei einer 8. Da würde ich Afif jetzt mal von Anfang an bringen. Form von 12. Und sonst, Hummels, Escudero, das passt hier eigentlich noch. Innenverteidigung, Collins mit einer 75, Stanisic, Bellis. Auf ihn will ich eigentlich gar nicht verzichten, ne? Wir müssen mal schauen hier. Ja, Clara ist da ein bisschen schwächer. Bellis, ja, wir bringen da Collins wieder. Clara wieder rein. Und Hummels. Hummels könnten wir mal mit auf die Bank nehmen. So, das wäre jetzt so meine Startelf. Krejci hat eine schlechte Form. Das ist so ein guter Spieler eigentlich, ne? Aber wir bringen den mal von Anfang an für Cuadrado. Stellen den ins defensive Mittelfeld. Ich denke, so können wir starten, ne? Auch wenn er jetzt nicht die beste Form hat. Sehe ich aber nicht ganz so kritisch, ehrlich gesagt. Taferner auf jeden Fall mit auf die Bank. Ja, ich denke, ach, Cuadrado Form von 15, ne? Aber wir lassen Krejci trotzdem mal starten. So, Draxler geht mal raus. Dann würde ich sagen, gehen wir rein, ne? In dieses schwierige Spiel. Irgendwas wollte ich noch ändern. Genau, die Laufwege wollte ich noch mal ein bisschen anpassen hier, ne? Krejci, dann soll ruhig ein bisschen hinten bleiben. Nicht zu weit nach vorne rennen hier, so. So passt das, glaube ich, auch, ne? So, Abstöße. Das lassen wir erstmal alles so. Das ist okay. Dann wollen wir mal. Gehen wir rein. Gegen Gladbach, die aktuell nach 3 Spieltagen auf Platz 4 stehen. Ich habe erst überlegt, dieses Spiel mal im 3D-Spiel zu machen. Gladbach ist auch recht interessant. Wir spielen das Ganze aber mit dem Textmodus. Was sagen wir der Mannschaft? Das ist ein 6-Punkte-Spiel. Wir gewinnen das. Kämpft um jeden Ball. Und der Anpfiff. Es geht los.
Und direkt in der ersten Minute gibt es schon die erste Abseitsposition hier. Gladbach mit der ersten sehenswerten Kombination. Und da ist schon das erste Tor in der sechsten Minute durch Schallenberg. Boah, so früh gehen wir in Rückstand hier, ne? Heftig. Freistoß von links. Boah, Flecken gut gehalten hier. Nach einer Flanke von Larsen kommt Hoffmann zum Schuss. Aber Flecken ist da. So, da haben wir es, ne? Schalke 04 spielt überwiegend mit flachen Flanken. Aber Gladbach hat die Möglichkeiten hier. Thüram ist es diesmal, der am Ende kläglich verzieht. Also bis hierhin macht nur Gladbach das Spiel. Nächste Glanzparade von Flecken. Traoré diesmal mit der Chance. So, jetzt wir mal. Können aber aus dem Spiel heraus bisher nicht so viel zeigen. Glanzparade von Sommer. Gudmundsen hat sich da mal durchgesetzt. Im Zweikampf gegen Schallenberg auf rechts. Einwurf von Torreira. Flecken kommt raus. Gelbe Karte für Afif. In der 35. Minute. Steht 0:1 weiterhin. So, vor der Pause möchte ich nochmal einen Angriff haben hier. Aber jetzt nochmal. Sehenswerter Pass. Aber Hoffmann kriegt keinen kontrollierten Schuss zustande. Spiel wird pünktlich beendet. 0:1 zur Halbzeitpause. Das ist noch nicht das, was ich sehen möchte. Ne? Das nehmen wir mal raus. Ja, den taktischen Einstellungen gibt es nicht so viel zu ändern, ehrlich gesagt. Ne? Aber die Offensive, da kommt noch gar nichts. Ne? Krejci ist komplett Ausfall, ne? Habe ich das Gefühl. Cuadrado bringen wir wieder rein. Der geht wieder ins zentrale Mittelfeld neben Blanco. Und vorne ist auch nichts los. Ich will jetzt auch nicht alles auf den Kopf stellen hier, ehrlich gesagt. Wir gehen mal auf das Konterspiel. Ziehen die Abwehrreihe ein bisschen zurück, das Pressing, und agieren mit längeren Bällen. Vielleicht ist das die Erfolgsmethode gegen Gladbach, ne? Die ja schon sehr offensiv stehen, sehr hoch pressen. Wenn wir dann die Balleroberung haben, dann müssen wir schnell spielen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. So, natürlich alle motivieren hier. Dann hoffen wir, dass wir das in der zweiten Hälfte besser machen. Ich weiß, dass ihr es besser könnt. Zeigt es mir. Vollen Angriff jetzt gehen hier. Und die zweite Hälfte läuft. Und wir direkt mit einer Möglichkeit. Aber Schiri hat auf Abseits entschieden. Jimenez mit der Möglichkeit. Der gibt aber eine unglückliche Figur ab. Spielt den Ball zurück in die Arme des Torhüters. Oh, und Lars mit dem 2-0. Mensch, 57. Minute. Gladbach mit der zweiten großen Möglichkeit und macht das 2-0 hier. Riesenchance in Gelsenkirchen. Tell hat nur noch Sommer vor sich. Versucht an ihm vorbeizugehen. Aber Sommer ist rechtzeitig unten. Und das war die erste Möglichkeit für uns hier, das Tor zu erzielen. Ne? Stadion ist ausverkauft. Aber 0:2 ist kein schönes Ergebnis für uns. Was können wir noch machen? Wir könnten nochmal Piringer bringen. Und Taferner. Stanisic macht auch nicht so ein gutes Spiel. Ne? Bringen wir nochmal Ryerson, ne? Auf rechts. Letzten 25 Minuten. Gladbach wechselt auch aus. Mitrovic kommt für Hoffmann rein und Haraldsson für Traoré. Jetzt die nächste Möglichkeit, aber über Larsen und Thüram schießt aus 8 Metern drüber. Gladbach macht einfach ein besseres Spiel, ne? Und 3-0. Unfassbar. Mitrovic nach einer Flanke. Von Mitrovic stehen gleich zwei Elfer vom Niederrhein frei vor dem Tor. Larsen ist es dann, der das 3-0 erzielt. Hat ja auch, glaube ich, das 2-0 auch gemacht, ne? Boah, Mann. Und dann direkt wieder so hoch, ne? Jetzt mal eine Ecke von uns. Ah, Tell mit dem Kopfballaufsetzer. Springt in einen Kopfballaufsetzer. Ja, und dann direkt im Gegenzug kriegen wir das 4-0. Das ist nicht schön. Wir können überhaupt nicht an die Leistung hier bisher anknüpfen, was wir in der zweiten Liga gezeigt haben. Das ist aktuell noch gar nichts. Boah, wieder so eine Riesenmöglichkeit, ne? Fast das 5:0. Ecke ist erstmal geklärt. 10 Minuten. Und Gladbach mit der nächsten Chance. Ovejan klärt zur Ecke. Friedrich verlängert per Kopf. Player genau in die Arme des Torhüters. Wagnoman geht großes Risiko hier bei dem Schuss von Harit. Wir können uns nicht durchringen hier, das Tor zu erzielen. Ne? 60 Sekunden wird nachgespielt. Und jetzt der Schlusspfiff da. Torwart Flecken verlässt trotz guter Leistungen geschlagen den Platz. Die Form seiner Vorderleute reichte heute nicht aus, um die Angreifer von Gladbach in die Schranken zu weisen. Am Ende verlieren wir haushoch hier mit 0:4. Ne? Das tut weh. Das ist eine harte Niederlage, sage ich mal. Runter auf Platz 15. Hinten haben wir gar nicht gut gestanden. Ne?
Und wir haben mit diesem System so gut gespielt in der zweiten Liga, ne? Und das ist ja mal gar nicht so krass offensiv, ne? Kann man nichts machen. Gladbach war einfach heute besser drauf und es gibt halt so Tage im Fußball. Nach dem 0-2 waren wir geschockt. Es waren zwei vermeidbare Tore. Wir werden das Spiel jetzt analysieren und ich hoffe, dass wir schnell daraus unsere Lehre ziehen, ne? Rangnick sagt, fragen Sie mich nicht nach nächster Woche. Für gewöhnlich hält schon der übernächste Tag nicht das, was der gestrige versprach und der heutige auf den morgigen verschiebt. Jawohl, so sieht's aus. Ja, was soll ich sagen, Freunde? Tabelle ändert sich nichts. Wir haben schon 10 Gegentore bekommen, ne? Die schlechteste Abwehr hier in der Liga. Nach Augsburg, ne? Heftig. Und nur 3 Tore geschossen in 4 Spielen. Das ist nicht gut. Das ist nicht das, was wir wollen. Wir müssen jetzt intern gucken, dass wir das irgendwie geregelt bekommen, ne? Vorstand, ja, jetzt geht's runter, ne? Jetzt geht's runter. 9 von 20. Die sehen natürlich auch, gerade läuft es so gut wie gar nicht, ne? Und ich verstehe nicht so recht, warum. Das System spielen wir doch jetzt echt schon länger. Also das muss doch wirklich schon drin sein. Oder vielleicht ist es gerade deswegen so. Vielleicht sollten wir dann mal versuchen, das System zu ändern. Wir haben natürlich jetzt den Kader auch so aufgebaut auf das System hier, ne? Also wenn, dann müssen wir auf jeden Fall ein System wählen, wo wir defensiv stärker stehen, ne? Ich finde das System noch sehr interessant, muss ich sagen. Aber da spielen wir halt nicht über die Außen, sondern mit zwei Stürmern. Und da wir ja jetzt auch wirklich hier mehrere Außenstürmer auch haben, kommt das System auf jeden Fall erstmal nicht in Frage, weil das ist halt jetzt nicht so das, was ich mir vorstelle, ehrlich gesagt, ne? Zumal dann auch einige Spieler einfach nicht zum Einsatz kommen. Das ist auch ein sehr nice System, was wir mit Manchester United gespielt haben, zum Beispiel. Allerdings auch ohne rechts und links außen, ne? Aber vielleicht muss man es einfach so auch mal versuchen. Es war nicht geplant, dass wir das System nochmal verändern. Aber ich sehe mich gezwungen, dass wir das machen müssen. Und ich glaube, wir versuchen es mit dem System. Wir versuchen es mit dem System. Also, das ist ja fast das gleiche wie das hier, ne? Da spielen wir mit dem Defensiven, zwei Zentralen und dem Offensiven. Und bei dem anderen spielen wir mit zwei Zentralen. Ne, mit drei Zentralen. Und einem Offensiven. Ich würde schon das eigentlich wählen, ehrlich gesagt. Also, Taferner ist jetzt gerade richtig gut drauf, ne? Den werden wir jetzt auch mal aufstellen. Ist ein Linksfuß, deswegen wird er auch auf der linken Zentrale agieren. So, dann haben wir ja noch Tillmann, der kann auch zentral spielen. Cuadrado kann auch zentral spielen. Distanzschütze. In der Mitte. Aber man merkt einfach auch, dass Tom Kraus da im zentralen Mittelfeld fehlt, ne? So, Blanco. Macht Räume eng. Den würde ich in die Mitte stellen. Und rechts Cuadrado. So, Harit bleibt erstmal im offensiven Mittelfeld. Tillmann werden wir jetzt mal mitnehmen. So, und vorne. Wir haben natürlich Afif und Tell. Die können auch beide Stürmer spielen, ne? Vor allen Dingen Tell, der kann das auf jeden Fall. Rechtsfuß. Jimenez ist Linksfuß. Also könnten wir hier Jimenez und Tell mal spielen lassen. Zack. Das machen wir auch mal so. Pieringer ist natürlich auch so eine kleine Tormaschine. Oder wir lassen Pieringer mal da von Anfang an erstmal spielen. So gefällt mir das doch schon mal ganz gut. Hinten brauchen wir ein bisschen Stabilität. Ich würde da Hummels mal wieder reinstellen. Also wir versuchen das Ganze mal. Ich bin mir natürlich noch nicht im Klaren, ob das klappen wird. Aber wenn, dann müssen wir es jetzt versuchen, ne? Bevor wir hier weiter die Punkte liegen lassen und die Spiele verlieren. Ist es schon wichtig, dass wenn wir was ändern wollen oder versuchen, was zu ändern, dann muss das jetzt passieren, ne? Dass wir auch langsam mal Punkte einfahren, ne? Denn sonst wird der Vorstand richtig ärgerlich und dann kann es ganz schnell passieren, dass wir unseren Job verlieren, ne? Das wollen wir nicht. Wir wollen möglichst diese Saison auf jeden Fall zu Ende spielen. Und dafür muss jetzt einfach eine bessere Leistung her, ne? So, ein paar Spielergespräche nochmal führen, Hummels. Ich hoffe, dass die Systemänderung was bringt. Muss nicht heißen, weil das System bei ManU funktioniert hat, dass es auch bei Schalke funktioniert, ne? So, am 5. Spieltag müssen wir gegen die Hertha ran. Und die sind auch noch nicht ganz so gut drauf, ne? Sind jetzt aktuell Tabellenzehnter. Stehen natürlich besser da als wir. Haben wie viele Punkte geholt? 6. Das ist auch noch nicht die große Ausbeute, aber immerhin 4 Punkte mehr als wir, ne? Ich habe gesehen, Salazar ist wieder langsam auf dem Weg der Besserung. Zum Glück. Kraus auch nicht mehr lange, ne?
bis 10.10. Die beiden, die fehlen uns natürlich. Die fehlen uns richtig stark, ne? So, Ibrahimovic steht auch wieder zur Verfügung. Okay, Draxler ist ja auch jemand, der in der Offensive eigentlich alles spielen kann, ne? Der kann auch auf der 10 spielen. Nehmen wir Tillmann nochmal raus, weil er eine schlechte Form hat. So, ich denke, so passt das erstmal. Till hat eine Stärke von 76 insgesamt, ne? Lassen wir ihn ruhig von Anfang an beginnen, neben Jimenez. So, dann hoffen wir, dass das hier aufgeht. Gehen wir nochmal hier kurz rein. Ich weiß nicht, ob er das hier übernommen hat. Hier will ich erstmal gar nichts ändern. Wir nehmen genau diese taktischen Einstellungen, die wir bei Menu auch genommen haben. Boateng fällt aus, 13 Tage. Labovic bricht Training ab. Ist aber nicht verletzt jetzt, oder? Unglücklich, ja, tut mir leid. Klarer Trainingsziel erreicht. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal, ne? Also, wir müssen jetzt alles geben gegen die Hertha. Tabellenzehnter. Wir spielen auswärts. Aber es müssen doch jetzt irgendwann auch mal 3 Punkte her. Hertha geht in Führung durch Marco Richter. 3. Minute. Von uns kommt ja auch einfach nichts. 2-0. Das kann doch nicht sein. Das kann doch echt nicht sein. Ah, gebt euer bestes Resultat, das ist enttäuschend. 3-0. Boah, jetzt kriegen wir aber hier richtig auf den Sack, ne? Das kann doch echt nicht sein. So richtig verstehen tue ich es nicht, ehrlich gesagt. Hier läuft ja gar nichts mehr. Keine richtige Torchance, ehrlich gesagt, hier, ne? Von uns. Hertha souverän gewonnen, ne? 3-0, würde ich sagen. Also, spielen wir überhaupt? Leute, wir haben so eine starke Mannschaft eigentlich. Aber die ersten 5 Spiele war die reinste Katastrophe, ne? Wieder 3 eingeschenkt bekommen, ne? Hier brauchen wir erstmal gar nichts sagen. Gibt's nicht viel zu sagen, ne? Nächstes Spiel gegen Leipzig, da werden wir auch wieder auf den Sack kriegen. Oh. Und jetzt wird das Eis ganz dünn, ne? 25. Ah, bitter, ey. Das wird ja wohl nicht so weit kommen, dass ich hier in meiner, ja, voraussichtlich letzten Saison noch entlassen werde. Das wäre echt schade. Da wollen wir natürlich jetzt noch nicht drüber nachdenken. Aber es muss hier was passieren. Auf jeden Fall, ne? Also, ich habe das Gefühl gehabt, in dem System haben wir noch schlechter gespielt als in dem anderen System. Wir wechseln wieder zurück in das System. Also, ich weiß nicht, mit dem bin ich irgendwie mehr vertraut bei Schalke. Bisschen mehr Einsatz zeigen, Leute. Kommt schon. Bisschen mehr Hörpressen. Wir müssen hinten einfach auch besser stehen. Ne? Wir machen das, ne, pressen doch nicht so hoch. Ich würde vielleicht wenig hochpressen und einfach jetzt mal auf Konter gehen auch, ne? Passspiel hochhalten. Weiter Abstöße. Angriffsseite über die Flügel. Sturmtank. Und dann müssen wir hier einfach jetzt volle Pulle gehen. Irgendwann muss es doch mal Klick machen, ja? Irgendwann muss doch mal ein Sieg fallen, ein Sieg her für uns. So, nächstes Spiel ist gegen Leipzig und ich muss natürlich sagen, wir haben uns das natürlich ganz klar anders vorgestellt hier, ne? So einen Start hier hinzulegen ist natürlich übel. Jetzt hat sich Tell auch noch verletzt. Da geht auf jeden Fall wieder Jimenez, von dem auch bisher recht wenig kam, muss ich sagen. Geht natürlich wieder ins Sturmzentrum. So, Cuadrado, richtig schlechte Form. Also, unglücklich. Ja, wahrscheinlich einfach unglücklich darüber, dass wir so schlechten Fußball spielen, ne? Wäre ich, glaube ich, auch. Taferna, rechts. So, neben Blanco. Die beiden, die müssten doch eigentlich zusammen funktionieren. Also, so ins offensive Mittelfeld, da bringen wir jetzt mal Tillmann. Also, von Harit kam da auch nix. Auf rechts geht Draxler und links Afif, ne? Hummels, weiß nicht, Hummels, das ist auch nichts in der Innenverteidigung bisher. Clara, bringen wir mal Clara neben Collins. Vormäßig natürlich voll am Arsch gerade, aber irgendwann muss es doch mal klappen. Nehmen Ibrahimovic mal mit. Auch länger nicht gespielt, ne? Draxler lassen wir erstmal auf rechts. Das Hotel fällt aus, 10 Tage. Ja, Freunde, also das Spielergespräch haben wir jetzt mehrmals geführt, ne? Es muss ja irgendwann mal bergauf gehen hier, also ich kann auch keine mehr führen. Wir gehen jetzt rein in das 3. Spiel dieser Folge hier, Freunde, gegen Leipzig. Und das Eis wird immer dünner, ne? Also wenn wir jetzt hier auch wieder verlieren, dann wird es sehr, sehr schwierig. Wird es sehr, sehr, sehr schwierig. Heute geht es mehr als um 3 Punkte. Es muss doch mal ein richtiger Angriff von uns kommen. Aber es passiert einfach nichts. Und wieder Notenverteilung, Katastrophe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So kann man keine Spiele gewinnen, Freunde. So kann man keine Spiele gewinnen. Gerade so aus dem Mittelfeld raus. Da muss doch mal ein bisschen mehr kommen hier.
jetzt schlägt unsere große Stunde. Leipzig ist auch nicht so gut drauf. Also wir müssen doch jetzt echt mal den Hintern bewegen. Taferner würde ich jetzt nicht rausnehmen, auch wenn er eine Note 5 hat. Ibrahimovic, Draxler packen wir mal auf links. Geh noch mal kurz hier rein. Bisschen mehr Einsatz, Leute. Kommt schon. Mal ohne Vorgabe. Es muss doch möglich sein, hier mal ein Tor zu erzielen, Leute. Jetzt. Jimenez mit dem 1-0. Boah, ey. Aber Leipzig hat die Chancen hier. 10 Minuten. Alter, wir führen mit 1-0. Boah, wenn wir das jetzt nicht mit nach Hause nehmen. Also ich würde hier eigentlich jetzt ungern irgendwas machen. Wir sind nochmal dran gewesen gerade. Jetzt aber wieder Leipzig. Boah, wir spielen das hier runter. Dieses 1-0. Meine Güte. 54. Minute durch Jimenez. Oh, da hat das der Änderungsversuch innerhalb oder auf den Positionen hat Früchte getragen. Ne? Ibrahimovic mit der Vorlage. Ne, Draxler mit der Vorlage, sorry. Jimenez mit dem 1-0 beschert uns 3 Punkte. Ne? Wichtig auf jeden Fall. Die Punkte sind wichtig. Für uns und für das Ansehen beim Vorstand. Ne? Gegen Leipzig, ja, das war gut. Auch wenn wir in der ersten Halbzeit so gut wie gar nichts gezeigt haben, aber auch Leipzig, da kam auch nichts. Ne? Dafür haben wir es in der zweiten Hälfte besser gemacht. Okay, Leipzig bleibt natürlich da oben. Und mehr gibt es dazu jetzt auch nicht zu sagen. Wir haben gewonnen mit 1-0, wir haben 3 Punkte geholt. Das war einfach auch jetzt mal wichtig, dass wir das hinkriegen. Okay, also Harit jetzt stärker, Mannschaft der Woche klarer. Nächstes Spiel gegen Dortmund, auch ein Hammer. Im Revierderby, ne? Am 19.10. haben wir noch ein paar Tage Zeit, da werden wir uns noch ein bisschen erholen. Aber diese 3 Punkte gegen Leipzig, die könnten uns jetzt so einen kleinen Schub gegeben haben, ja? Die Form geht jetzt wieder ein bisschen hoch hier. Gucken wir mal gegen die Dortmunder, ne? Aber es wird richtig schwer, ne? Mit Rot hier eingezeichnet, dann Stuttgart, Bochum, Hoffenheim. Das sind Spiele, die wir eigentlich auch mal für uns entscheiden müssten. Wie gesagt, also wir müssen Punkte holen, ansonsten wird es eng. Ich bin sehr, sehr gespannt. Gegen Dortmund, glaube ich, werden wir nichts holen können, schätze ich mal. Aber gegen Stuttgart, Bochum, Hoffenheim, da bin ich guter Dinge, dass wir da ja ein paar Punkte holen werden, auf jeden Fall. Ne? Wie gesagt, die Mannschaft sieht gut aus. Ich bin auch ein Fan von der Mannschaft. Ne? Die haben wir sehr, sehr gut zusammengestellt in den letzten 1-2 Jahren. Ne? Und ja, die Truppe hat mehr drauf, auf jeden Fall. Und ja, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein, um zu sehen, wie es weitergeht. Ne? Ich bin, wie gesagt, gespannt. Ich denke, ihr auch. Ne? Es wird interessant werden, was die Zukunft hier noch bringt. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder, meine Freunde. Ja? Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan habt, natürlich. Und dann hören und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.